Freude an der Mechanik, Freude am Cleanen, Freude an Produkten, wo sich mal einer geleistet hat, wieder zum Leben erwecken zu lassen. Franken. Am Anfang, wenn man von der Schule kommt, kriegt man schwitzige Finger, so ein teures Produkt, aber mit der Zeit verliert man dann nicht die Scheu davor, man hat den nötigen Respekt und tut sich auch mit Würde behandeln, aber es ist, es bringt nichts, also man darf da einfach nicht nervös werden. Hm? Natürlich tut es das Handy auch. Bin ich überzeugt davon, dass viele so leben, dass sie einfach von Uhren, wo es sonst überall gibt, davon leben können oder mit dem Handy im Hosensack. Als Mechanik-Fan und begeisterter Uhrmacher wäre es der gänzlich falsche Weg, da irgendwo so auf eine Zeitanzeige irgendwie sich zu verlagern. Hm. Einmal eine Bucheruhr, Herrenarmbanduhr, dann tue ich mir noch schnell das Modell aufschreiben. Eins, sechs, zwei, sieben. Das Schrübeln, das ist mir immer schon wichtig gewesen. Und für mich ist es eigentlich immer klar gewesen, ich muss immer schrauben, was Handwerkliches machen. Und somit, nach reiflicher Überlegung, ist es dann doch, bin ich dann doch zu den Schluss gekommen, wohl, ich habe damals Uhrmacher werden wollen, ich will es gleich werden. Und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg die Uhrmacherei geschlagen. Und das ist für mich ein Weg, wo ich gemacht habe, wo der einzige richtige ist. Das ist eine Materie, die Freude macht, das ist spannend, das ist eine Herausforderung. Die Dimensionen, die Feinheit, es ist, und es ist lebende Materie. Selbstverständlich. Kannst du mir die überprüfen? Selbstverständlich. So als Freizeitaktivitäten oder Ausgleich zum Beruf und zu den Uhren nebst Familie. Mein Arbeitsweg habe ich mir zum Hobby gemacht. Ich bin mit dem Velo unterwegs, bin von Bremgarten auf Luzern am Pendeln und wieder retour. Und das gibt mir so die nötige Energie und Spaß und da kann man abschalten. Luzern war und Luzern ist und ich hoffe, dass auch Luzern weiter von Touristen heimgesucht wird. Das ist eine wichtige Einnahmequelle für alle. Da profitieren alle davon. Und ich finde es auch spannend, mit verschiedenen Nationen auch zum Zusammenarbeiten. Trotz Verständigungsproblemen, aber mit Händen und Füßen und ein bisschen guter Wille funktioniert das dann auch. Man kommt ins Schwärmen. Wenn ein Kunde draußen steht, der interessiert sich für die Materie, will mehr wissen. Oder auch junge Verkäuferinnen, Lehrlinge, die da neu konfrontiert werden und dann einfach mal neugierig sind oder mal über die Schulter schauen, oh, was macht man da und wie schraubt man das weg. Da fangen wir natürlich auch an zum Schwärmen für seinen Beruf. Wenn sowas nachher wieder zum Laufen gebracht wird, ist es das Ziel erreicht. Ja. Und es ist dann fast ein bisschen schade, wenn man dann irgendwie sieht, okay, ich habe die Mechanik in Ordnung gebracht, habe die Zeiger auf der Vorderseite drauf gemacht mit Zifferblatt, das schaut toll aus. Ich baue nachher schlussendlich nachher das Werk ins Gehäuse. Habe das Ganze nachher auch noch fertig kontrolliert und dann muss ich es abgeben an den Kunden. Es ist ein Stück wieder schon nur Wehmut dahinter, weil man hätte das alles so perfekt gemacht, wie man es eigentlich gerne selber auch hätte. Und nachher, wenn du Pech hast, siehst du das die nächsten Jahre nicht mehr. Ja.